Hallo und herzlich willkommen bei Serlo. Ich bin der Hannes vom Serlo Mathematikteam, der hier, und ich möchte euch jetzt zeigen, was es für Aufgabentypen und Lösungsarten auf Serlo gibt und wie man diese erstellt. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch erst mal die verschiedenen Aufgabenarten. Und zwar fange ich mit der einfachsten und fundamentalsten an. Und zwar ist es so eine wie Nummer 3 hier. Und die nennt sich bei uns bei Serlo Textaufgabe, hat aber jetzt nicht den Charakter, wie man das vielleicht von der Schule her kennt. Im Endeffekt sind Textaufgaben nichts anderes als eine Aufgabe mit Aufgabenstellung, die ausschauen kann, wie sie will, plus Lösung. Das heißt, wenn ich eine stinknormale Aufgabe erstellen will, brauche ich eine Aufgabenstellung und dazu eine Lösung. Die Lösung versucht man so ausführlich und detailliert wie möglich zu machen. Eine kleine Erweiterung dazu stellen die Textaufgabengruppen dar. Das ist einfach eine Aufgabe mit einer Unterteilung in A, B, C, D und so weiter. Also ich habe hier die allgemeine Aufgabenstellung und dann noch Unteraufgabenstellung, nenne ich es jetzt mal, mit den jeweiligen Lösungen. Wenn ich das Ganze jetzt noch ein bisschen interaktiver haben möchte, kann ich da drei Extras bei Serlo dazu bauen. Das eine sind Single- und Multiple-Choice-Aufgaben. Das heißt, ich biete dem User drei verschiedene Antwortmöglichkeiten an, aus denen er dann eben bei Single-Choice eine oder bei Multiple-Choice mehrere auswählen kann. Zum Beispiel hier, was im Zufallsexperiment ziehen aus einem Lostopf, stimmt nicht. Und dann bekomme ich als User ein Feedback. Wenn ich das Richtige ankreuze, bekomme ich eben auch ein Feedback. Wunderbar. Multiple Choice funktioniert genauso. Und die dritte Möglichkeit, wie man so eine Aufgabe noch interaktiver gestalten kann, ist mit einem Eingabefeld. Und das heißt einfach, ich kann als User hier direkt meine Lösung eingeben. Wichtig dabei ist noch, dass sowohl bei diesen Multiple-Choice- und Single-Choice-Aufgaben immer auch eine ausführliche Lösung dabei ist. Genauso bei diesen mit Texteingabefeld. Das heißt, Single-Choice und Multiple-Choice und Eingabefeld sind nur Extras für die Textaufgaben. Wie erstelle ich jetzt so eine Aufgabe? Dazu muss ich die Aufgabe bzw. die Lösung erstmal irgendwo bei Serlo einfügen. Und die Frage ist jetzt, wo und wie mache ich das? Ich führe euch das jetzt an einem Beispiel vor. Und zwar habe ich eine Aufgabe, sagen wir, zum Thema Gleichungen lösen. Und da muss ich eben den Ort bei Serlo finden, wo das am besten hingehört. Und da schaue ich einfach bei allen Themen und gehe da einfach so den Pfad durch, wie ich das jetzt euch vormache, wo das am besten reingehört. Ob ihr dann den perfekten Ort gefunden habt, ist gar nicht so wichtig, weil man das im Nachhinein immer noch ändern kann. Also ich möchte eine Aufgabe zur Gleichung lösen machen, dann bin ich wohl bei Termen und Gleichungen nicht ganz falsch. Also gehe ich dann zu Gleichungen weiter. Bei Gleichungen, was kann man da als Auswahlmöglichkeiten? Keine Bruchgleichung, keine quadratische Gleichung. Steck's einfach mal bei Gleichung allgemein hinein. Schließlich kommt ihr auf so einer Seite, wo eben die Artikel und die Aufgaben aufgelistet werden. Wichtig ist bei den Aufgaben, dass die in solchen Aufgabenordner reinkommen. Meistens gibt es verschiedene Aufgabenordner zur Auswahl, wie hier diese beiden. Und ihr packt es einfach da rein, wo es am besten passt. Wenn es da gar keiner dabei ist, der zur Aufgabe passt, dann schreibt ihr hier unten einfach einen Kommentar. Hey Leute, ihr brauchen da einen neuen Aufgabenordner, weil die und die Aufgaben passen dann nirgends rein. Und dann erledigt es einer von der Community. In der Zwischenzeit steckt ihr das einfach in einen der anderen Aufgabenordner rein. Ich möchte das jetzt in den Aufgabenordner gemischte Aufgaben zur Gleichung packen, weil ich mir überlegt, ja, das sollte eigentlich der richtige sein. Jetzt habe ich den richtigen Ort gefunden und jetzt ist die Frage, wie erstelle ich Aufgaben? Wenn ihr angemeldet seid, ob ihr angemeldet seid oder nicht, erkennt ihr daran, ob hier abmelden oder anmelden oder registrieren steht. Ich bin angemeldet, weil hier oben abmelden steht. Wenn ich angemeldet bin, dann klicke ich hier auf den grünen Button und dort neuer Inhalt. Und dann kann ich zwischen verschiedenen Lernobjekten aussuchen, wo eben auch die Textaufgabe und die Textaufgabengruppe zur Auswahl stehen. Das Multiple Choice, Single Choice oder das Eingabefeld kommt danach noch dazu. Ich möchte jetzt eine ganz einfache Aufgabe haben, also mit Aufgabenstellung und dann die Lösung. Im Nachhinein erstelle ich noch Antwortmöglichkeiten. Aber ich fange an mit der Aufgabenstellung, also klicke ich hier auf Textaufgabe. Wenn es dann geladen ist, kommt ihr zum Editor. Wie der genau funktioniert, wird euch in diesem Video noch erklärt. Aber ich denke, der sollte relativ intuitiv sein. Ihr müsst nämlich nur hier oben bei Inhalt eins von diesen Layouts auswählen. Vermutlich reicht meist das erste. Und dann klickt ihr hier links rüber und schreibt dann eure Aufgabe hinein. Hier rechts ist quasi die Vorschau, wie es dann später auf Serlo erscheint. Wenn ihr damit zufrieden seid, klickt ihr dann einfach hier hinein
weil damit stimmt ihr zu, dass das Ganze in einer Creative Commons Lizenz veröffentlicht wird. Und dann einfach nur noch auf Save. Eure Aufgabe ist jetzt schon auf Serlo, aber noch nicht online. Die muss erst noch von einem erfahrenen Community-Mitglied bestätigt werden. Ihr könnt aber in der Zwischenzeit eine Lösung dazu erstellen oder eure Aufgabe nochmal bearbeiten. Wenn ihr erstmal gucken wollt, ob es noch so passt, wie sie ist, klickt ihr hier auf Anzeigen. Ich öffne das in einem neuen Tab und dann könnt ihr hier sehen, ob die so passt oder ob ihr sie noch ändern wollt. Wenn ihr damit nicht zufrieden seid, könnt ihr hier vorne auf den Stift und dann kommt ihr wieder in den Editor und könnt ihr einfach bearbeiten. Wenn ihr mit der Aufgabe zufrieden seid, klickt ihr hier rüber. Dort wird euch nochmal gesagt, dass es noch bestätigt werden soll. Aber jetzt könnt ihr Lösungen und alles, was ihr noch dazu haben wollt, hinzufügen. Ich würde euch empfehlen, diese Seite immer offen zu lassen, weil alles, was ihr jetzt noch braucht für die Aufgabe, das heißt Lösung, eure richtigen Antworten und eure falschen Antworten für die Single Choice oder euer Eingabefeld, das müsst ihr alles dieser Aufgabe hier anhängen. Und wie man das anhängt, ist nicht ganz einfach. Ihr klickt hier unten auf das Zahnrad und dann wollt ihr eine Lösung als erstes haben, eine sehr ausführliche Lösung. Und das ist dann einfach Text Solution. Der ganze Schmodder hier, den erkläre ich danach noch einmal. Aber einfach für eine Lösung klickt ihr hier drauf. Ich öffne das in einem neuen Tab und dort kommt ihr wieder in den Editor und hier könnt ihr eure Lösung erstellen. Das ist jetzt der Editor für die Aufgabenlösung. Ihr fügt hier drüben euren Text ein und hier erscheint die Vorschau. Wir haben für die Lösung ein paar Richtlinien. Da habe ich hier den Link für euch, wo ihr da mal nachlesen solltet, damit es einigermaßen einheitlich ist. Wenn ihr mit eurer Lösung zufrieden seid, müsst ihr hier unten wieder euer Häkchen setzen, wieder dasselbe, damit es unter freier Lizenz steht. Und dann könnt ihr hier auf Speichern drücken. Dieses Feld kennt ihr schon. Genauso wie bei der Aufgabenstellung muss die Aufgabenlösung auch erst wieder von einem anderen Community-Mitglied bestätigt werden. Wenn ihr eure Lösung sehen wollt, klickt ihr wieder auf Anzeigen. So wird dann eure Lösung ausschauen. Und jetzt habt ihr schon eine Aufgabe mit Lösung erstellt. Und jetzt wollt ihr vielleicht eine Interaktivität hinzufügen. In meinem Fall möchte ich dem User die Möglichkeit geben, zwischen verschiedenen Antworten zu wählen. Also eine Single-Choice-Aufgabe hinzufügen. Ich bin hier wieder in einem Fenster, das erschien, nachdem ich die Aufgabenstellung gemacht habe und füge hier, wie vorher, auch die Text-Solution, das brauche ich jetzt nicht mehr, eine Single-Choice-Antwort hinzu. Und da muss man jetzt dem System sagen, ob das jetzt die richtige oder die falsche ist. Single-Choice-Right oder Single-Choice-Wrong. In meinem Fall fange ich erstmal mit der richtigen Antwort an. Läuft genauso wie gerade eben. Ich klicke das an. In meinem Fall, ich mache das wieder in meinem Tab, komme wieder in meinem Editor und kann hier beim Inhalt die richtige Antwort eingeben. Und jetzt kann ich zusätzlich noch dem User, wenn er dann diese Antwort später anklickt, ein Feedback geben. Sowas wie, sehr gut gemacht. Wenn ich damit zufrieden bin, wieder hier Creative Commons Lizenz akzeptieren und speichern. Und jetzt habe ich die richtige Antwort als Auswahlmöglichkeit schon hinzugefügt. Es ist irgendwie blöd, wenn nur eine Antwortmöglichkeit da ist. Und deshalb gehe ich wieder auf die ursprüngliche Aufgabenstellung zurück und füge eine Single Choice Wrong Answer hinzu. Also jetzt gebe ich dem System eine Antwortmöglichkeit, die falsch ist, vor. Läuft genauso wie eben, ich brauche hier wieder einen Inhalt, gebe ihm irgendeine falsche Antwort. Und auch hier kann ich dem Nutzer wieder ein Feedback geben, falls er diese Antwort später anklickt. Was ihr hier für ein Feedback eingibt, das bleibt euch überlassen. Wieder akzeptieren, speichern. Dann kommt ihr wieder auf das Feld. Jetzt möchte ich noch eine zweite falsche Antwort hinzufügen. Läuft genauso. Wenn ich das dann auch gemacht habe, habe ich eigentlich alles erledigt. Ich möchte nur kurz zeigen, was es da noch als für Auswahlmöglichkeiten gibt. Und zwar Multiple-Choice-Wrong-Answer, Multiple-Choice-Right-Answer. Also das ist genau dasselbe wie bei Single-Choice, läuft genauso. Und dann habe ich hier noch Input-String, Input-Number, Input-Expression. Das muss ich auswählen, wenn ich so ein Eingabefeld haben will. Und ich würde euch da empfehlen, immer das Input-Expression zu nehmen. Das bedeutet, wenn die richtige Antwort zum Beispiel x plus 2 ist, gibt dann die richtige Antwort ein. Und das System ist dann so klug, dass es, wenn der Nutzer nicht x plus 2 angibt, sondern 2 plus x oder x plus 2 das in Klammern, dann erkennt er das automatisch auch als richtige Antwort an. Und dann habt ihr das auch erledigt. Ihr habt nun Aufgabenstellung, eine ausführliche Lösung,
verschiedene Antwortmöglichkeiten, wovon eine oder mehrere richtig ist und eine oder mehrere falsch sind. Solange eure Bearbeitungen noch nicht akzeptiert wurden, bestätigt wurden, könnt ihr sie hier bei Serlo Mathematik mitarbeiten und dann auf ungeprüfte Bearbeitungen anschauen. Hier ist eure Textaufgabe, die ihr erstellt habt, hier eure Textlösung, die richtige Single Choice, die falsche Single Choice und die andere falsche Single Choice Antwort. Hier können natürlich alle Bearbeitungen auftauchen, die irgendein Community-Mitglied auf Serlo erstellt hat. Also es ist nicht unbedingt so, dass nur eure Bearbeitung da sind. Aber hier könnt ihr nochmal alles anschauen und wenn ihr wollt, noch bearbeiten. Zum Beispiel könnt ihr hier auf die Textaufgabe klicken, also die ursprüngliche Aufgabenstellung. Dann kommt ihr wieder hier hin, könnt ihr wieder hier zurück, nochmal zurück. Und dann könnt ihr hier wieder alles hinzufügen, was ihr vorher vielleicht noch vergessen habt zu machen. Sobald eure Bearbeitung überprüft und akzeptiert wurden, erhaltet ihr hier oben eine Meldung. Das schaut dann so aus. Hier oben erscheint eine Zahl und hier könnt ihr dann schauen, wer das akzeptiert hat, übernommen hat. Gleichzeitig werden die Lernobjekte, die ihr erstellt habt, natürlich nicht mehr bei den nicht überprüften Bearbeitungen erscheinen. Wenn ihr eure Aufgabe dann ansehen wollt, dann klickt ihr euch einfach wieder durch alle Themen, bis ihr an dem gewünschten Ort seid. Ich habe den hier schon mal in einem neuen Tab geöffnet. Ihr seht, Termen und Gleichungen, Gleichungen, Gleichungen allgemein, gemischte Aufgaben zu Gleichungen. Genau dort, wo ich das am Anfang erstellt habe. Und dann müsst ihr einfach ganz runter scrollen. Neue Aufgaben erscheinen immer ganz unten und dann seht ihr hier die Aufgabe. Wunderbar. Ich hoffe, ich konnte euch zeigen, wie das Aufgabenerstellen auf Serlo funktioniert. Falls ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr gerne hier auf der Community-Seite, das ist hier oben, einfach einen Kommentar lassen oder ihr schreibt mir direkt auf meine Profilseite. Und dann kann ich auf Fragen von euch nochmal eingehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.